So, ich begrüße noch einmal hier auf dem Podium Harald Pawlowski, Franz Alt und Pater Friedhelm Hengsbach. Herr Pawlowski, ich denke, ich brauche Sie dem Publikum nicht mehr vorzustellen oder vielleicht doch mit einem kleinen Zitat von Hans Küng aus dem Klappentext Ihres Buches. Dort steht geschrieben: Ein Kopf, der gut vorbereitet war auf seine große Aufgabe bei Public Forum durch seine Tätigkeit beim Spiegel und der katholischen Nachrichtenagentur, der seine Zugehörigkeit zur Gewerkschaftsbewegung nie verleugnete und der trotz gewisser Linkslastigkeit sein Schiff nicht nach links kippen ließ, sondern stets um einen Mitte-Links-Kurs bemüht war. Was das ist, werden wir vielleicht auch noch besprechen. Friedhelm Hengsbach, Mitglied des Jesuitenordens, war Professor für christliche Gesellschaftsethik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main, Leiter des Oswald von Nell-Breuning-Instituts für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik. Heute leben und arbeiten Sie im Heinrich-Pesch-Haus, das ist die Katholische Akademie Rhein-Neckar in Ludwigshafen. Franz Alt, bekannter Fernsehmoderator, Journalist und Publizist, setzt sich seit langem für die Nutzung von alternativen Energien für Frieden und Menschenrechte ein. Franz Alt wurde mehrfach mit renommierten Preisen ausgezeichnet. Ich nenne den Adolf-Grimme-Preis und den Umweltpreis der deutschen Wirtschaft. Ich persönlich bin sehr froh, dass Franz Alt heute hier bei uns auf dem Podium sitzt, denn ich musste lange, lange nach ihm fahnden, denn Franz Alt war verschwunden. Irgendwann habe ich bei ihm angerufen und dann sagte er: Wieso, ich konnte ja auch nicht ans Telefon gehen, ich war doch in der Antarktis. Da habe ich gesagt: Was haben Sie denn da gemacht? Ja, da war ich mit meiner Frau. Komischer Urlaub, dachte ich. Und dann sagte er: Da war ich mit meiner Frau und habe den Klimawandel beobachtet. Vielleicht erzählen Sie uns auch noch, was Sie da gesehen haben. Sehen, urteilen, handeln. Was heißt das? Was steht hinter diesen drei Wörtern Sehen, Urteilen, Handeln? Diese drei Begriffe Sehen, Urteilen, Handeln, die stammen nicht von mir. Die habe ich eigentlich gelernt von meiner Jugendbewegung, in der ich war, in christlicher Arbeiterjugend. Davon habe ich es gelernt, ja, und woher die das haben, das weiß ich auch nicht. Das Entscheidende ist für mich überhaupt nie, woher etwas ist, wer sich da die Feder an den Hut gesteckt hat, das ist völlig unerheblich. Es kommt immer auf die Inhaltlichkeit an, also in dem, was ich auch in Gruppen gemacht habe. Ich bin also sehr lange Gruppenleiter gewesen, CAJ, aber katholische Jugend. Zuerst, nicht? Da gab es die CJ in Deutschland noch gar nicht, die wurde also eigentlich von den Oberen zur Seite gerückt, weil das aus Frankreich kam und Frankreich war gefährlich damals für die Theologie und für die katholische Kirche. Und das interessierte mich natürlich sehr. Da war ich ja noch 20 bis 25 Jahre alt und da habe ich mich völlig, wie die Generation eigentlich auch, sinnvoll, würde ich sagen, verhalten. Dieses Sehen, Urteilen, Handeln habe ich dann wiedergefunden in der Theologie der Befreiung. Das fand ich dann ja richtig. Nicht? Also, das ist ja gut so, dass die da nun auch schon so denken. Nicht so wie ich, sondern wie man denken sollte. Aber Herr Pawlowski, Sie werden ja flankiert von zwei sehr bekannten Weggefährten und die würde ich jetzt auch gerne mal fragen. Gab es sowas in Ihrem Leben, Franz Alt, sowas wie ein Lebensmotto? Sie sind ein sehr engagierter Mann bis heute. Hatten Sie auch sowas wie Sehen, Urteilen, Handeln? Was war für Sie ein Leitmotiv? Für einen Journalisten ist das schwierig, weil wir ja nicht automatisch Handelnde sind. Wir sollen sehen, wir sollen urteilen, aber beim Handeln soll es dann aufhören. Wer ein Journalist fängt an, konkret und praktisch zu werden, dann wird es sehr kritisch. Da sind die Intendanten davor und dann ruft der Bundeskanzler an und dann werden viele sehr nervös. Und dann ist es ganz schnell Schluss mit der Freiheit des Journalismus. Also mein Lebensmotto war eher ein bisschen anders, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Aber das ist für einen Journalisten, zumal wenn er dann noch Fernsehnase ist, auch etwas problematisch. Da muss man gelegentlich, um diesem Motto gerecht zu werden, Arbeitsgerichtsprozesse führen. Also das ist wie bei Harald Pawlowski.
Da kann man anecken in der Kirche, aber nicht nur dort, sondern auch außerhalb der Kirchen und bei Parteien und bei Regierungen sowieso. Also da kommen wir als Journalisten beim Handeln, nicht, sehen, urteilen, handeln schon an Grenzen. Allerdings, dass wir nur urteilen sollten, damit konnte ich mich auch nicht ganz abfinden. Ist das für Sie auch ein Dreiklang? Den habe ich natürlich erst später im Rahmen der Erfahrung des Konzils so kennengelernt. Was mich mit Herrn Pawlowski verbindet in der Jugend ist wohl diese Erfahrung, dass mein Vater, dass ich in einer Familie groß geworden bin, in der mein Vater einmal in der katholischen Arbeiterbewegung stark verwurzelt war und im Kolping und in der CDU, wahrscheinlich auch in den Sozialausschüssen, aber das war mir nicht so deutlich geworden damals, als ich so 16, 17 Jahre alt war. Das war für mich so der politische Hintergrund, in dem ich groß geworden bin. Auf der anderen Seite bin ich ja eigentlich katholisch sozialisiert in einer Arbeitergemeinde bis aufs Skelett. Messdiener, an der Orgel gesessen, Jugendgruppen geleitet. Ja, das war also die andere Seite meines religiösen Engagements oder meines zunächst mal christlich-katholischen Engagements in einer Gemeinde. Diese beiden Dinge sind das, was mich geprägt hat. Und das ist natürlich der Grund auch gewesen, weshalb ich in den Orden ging, in dem dann zu der Zeit also allmählich so dieses Motto reifte: Glaube und Gerechtigkeit. Es gibt keinen Glauben an Gott, der sich nicht äußert, entweder in der Zuwendung zum anderen Menschen oder im Engagement für Gerechtigkeit. Der Respekt vor den Menschen ist gleichsam die Ausdrucksform unseres Glaubens an Gott. Das ist so das, was mich sehr stark geprägt hat. Wie rasch dieses Lebensmotto von Harald Pawlowski an Grenzen stoßen kann und eingegrenzt werden soll, hat Helmut Schmidt auf dem Kirchentag in Nürnberg mal bewiesen, als es um die atomare Nachrüstung ging. Ihr betet und ich entscheide für die Atomwaffen. Das war die Vorstellung von Helmut Schmidt. Ihr betet, ihr Christen, ihr Kirchentagsleute, und die große Politik über atomare Nachrüstung, wo es unser aller Überleben ging, das macht dann der Herr Bundeskanzler. Dass ein Mensch wie Harald Pawlowski, eine Journalistenseele wie Harald Pawlowski, da nicht ruhig bleiben kann, das hat mich immer für ihn eingenommen. Applaus